Vor 3 Wochen wurde Hanna Bergmann von ihrem Verlobten verlassen. Kurz nachdem Tino Hanna einen romantischen Heiratsantrag gemacht hatte und die beiden planten, zusammenzuziehen, verschwand er spurlos. Und das, nachdem Hanna ihm 15.000 Euro überwiesen hatte, damit er sich mit einem Laden selbstständig machen konnte. Ihre Schwester Dagmar macht sich große Sorgen um sie. Sie will Hanna mit einer Shoppingtour von ihrer Trauer ablenken. Weißt du, und das Kleid, was wir in der Boutique gesehen haben, das sah so toll aus bei dir. Es interessiert doch keinen, wie ich aussehe. Natürlich interessiert das jemand. Mann, Latino ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Es gibt so viele tolle Typen und das ist bestimmt auch einer dabei, der dich wirklich liebt. Das kannst du überhaupt nicht beurteilen, wie das ist, verlassen zu werden. Hanna und Tino waren 2 Jahre zusammen. Es war die glücklichste Zeit in Hannas Leben. Unzählige Male hat sie sich vorgestellt, wie es wohl sein würde, wenn sie Tino wieder trifft. Als sie erkennt, wen sie da gerade angerempelt hat, gerät Hanna in Panik. Das glaube ich nicht. Tino? Es gibt's nicht. Was ist denn hier los? Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was rennst du denn hier rum? Was hast du hier? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin lass mich in Ruhe. Natürlich, meiner Schwester bist du Rechenschaft schuldig. Nee, du lässt sie sitzen. Weißt du, haust einfach ab. Keiner sieht oder hört mal was von dir, aber das Geld hast du. Na, wir sprechen uns noch, das kannst du erleben. Hanna! Hanna, du warte doch mal! Hanna, bleib doch mal stehen. Ich renne hier wie eine kaputte... Mensch, Maus. Warum bist denn du jetzt weggerannt? Mensch, das wäre die Gelegenheit gewesen, dem Typen mal richtig die Meinung zu geigen. Na toll, aber das war jetzt einfach so überraschend. Das... Mann, ich verstehe das ja, aber Mensch, das ist ein Arsch. Wegen dem kannst du doch dir wirklich nicht die Augen aus dem Kopf heulen. Der hat's nicht verdient. Weißt du, am liebsten hätte ich dem selber gerade mal richtig die Meinung gegeigt. Aber eigentlich kann man den in dem Kostüm gar nicht ernst nehmen. Ich sag dir, warum der als Frosch rumrennt. Der würde alle Nase lang eine gepfeffert kriegen, weil er so viele Frauen verarscht hat. Der hat mich nicht verarscht. Der hatte bestimmt eine Erklärung für. Was denn für eine? Warum er dir das Geld abgezogen hat? Ey, der erzählt ja von Liebe, von Hochzeit, von eigenen Kindern, von allem drum und dran. Und kaum hat der dein Geld, ist er weg. Ich sag dir was. Wir gehen zum Anwalt. Und dann holst du dein Geld wieder. Das Geld interessiert mich nicht. Ich will Tino zurück und Anwalt kann mir dabei auch nicht helfen. Du sollst doch nicht Tino zurückkriegen, dein Geld. Du hast jahrelang hast du für das Geld gespart. Jetzt tu was. Hanna, lass uns zum Anwalt. Ich will nach Hause. Lass mich nach Hause gehen. Schatz, komm, dann lass uns heute nach Hause gehen. Aber morgen bitte lass uns zum Anwalt, okay? Okay, meinetwegen. Da hätte ich auch schon viel früher drauf kommen müssen. Natürlich müssen wir zum Anwalt. Der Typ hat sie um ihr Geld betrogen. Bis die letzten Wochen war Hanna so derartig unten und ich habe bloß versucht, sie wieder aufzumuntern. Aber was mit dem Anwalt, das machen wir. Die zweifache Mutter Dagmar ist ein wahres Organisationstalent und greift ihrer jüngeren Schwester gerne helfend unter die Arme. Manchmal auch ungefragt. 2 Tage später kommt Hanna nur widerstrebend mit zum Termin bei Rechtsanwältin Katharina Hellbach. Denn die 39-Jährige glaubt nach wie vor, dass es eine plausible Erklärung für Tinos Verschwinden gibt. Also meine Schwester ist total gutmütig, ja. Und da war der Typ und der hat die nach Strich und Faden verarscht und hat ihr das ganze Geld abgezockt. Also indem er ihnen praktisch die Hochzeit versprochen hat. Ja, der hat nie vorgehabt, sie zu heiraten. Ja, er hat ja alles Mögliche versprochen, ja. Frau Bergmann, Sie sind so ruhig. Stimmt das denn, was Ihre Schwester hier erzählt? Wollte er Sie heiraten? Ja, er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Es war so romantisch. Meine ganze Wohnung war voller Kerzen und Blumen. Und er hat gekocht und beim Nachtisch hat er dann nur meine Hand angehalten. Und das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Ja. Schön reingelegt hat er dich, ja. Frau Oetten, ich weiß, Sie sind aufgeregt, aber vielleicht lassen Sie doch mal Ihre Schwester erzählen, ja? Wofür haben Sie ihm denn Geld gegeben? Naja, er wollte sich selbstständig machen und was für unsere Zukunft aufbauen. Und ich war einfach so froh, dass ich ihm dabei helfen kann. Über welchen Betrag reden wir denn hier? Das weiß ich nicht so genau. Anna, das weißt du ganz genau. Das war dein ganzes Erspartes. Das waren 15.000 Euro. Und dazu kamen auch diverse Geschenke, die du ihm in Rachen geschmissen hast. Betrüger. Ja. Wofür wollte er das Geld denn verwenden? Na, er wollte sich selbstständig machen. Er wollte so einen Kiosk aufmachen. Ich glaube, mit Handyladen oder Schlüsseldienst, ich weiß es nicht mehr so genau.
Eigentlich reicht mir das jetzt schon als Information. Ich sehe auch, dass Sie sich schwer tun. Vielleicht können Sie ja mit Ihrer Schwester zusammen sich mal hinsetzen und einfach mal eine Liste ausarbeiten. Dass Sie noch mal genau schauen, wie hoch dieser Betrag war und vor allen Dingen mir mal eine Liste übergeben könnten, welche geldwerten Geschenke Sie Ihrem Verlobten noch überbracht haben. Und dann würde ich vorschlagen, Sie wissen ja im Moment gar nicht, wo er sich aufhält. Also ich habe da, das könnte Ihnen vielleicht weiterhelfen. Ich habe ihn gestern in der Einkaufspassage gesehen. Voll verkleidet, da hat er hier diese Flyer verteilt. Fitnessstudio. Ja gut, ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Ne? Also vielleicht war das ja das geplante Projekt. Ich würde vorschlagen, ja vielleicht, das ist ja hier sogar in der Nähe, vielleicht fahre ich einfach mal hin und schaue, ob ich den da anfinde. Auch wenn Frau Bergmann nur hierher gekommen zu sein scheint, weil ihre Schwester das von ihr wollte, kommt mir die ganze Geschichte schon etwas verdächtig vor. Sollte der Herr Hagner hier tatsächlich ihr die Ehe versprochen haben, nur um an ihr Geld zu kommen, dürfte der Tatbestand des Betruges erfüllt sein. Ich habe schon ein schlechtes Gefühl dabei, jetzt eine Anwältin auf Tino anzusetzen. Aber meine Schwester lässt mir ja keine andere Wahl. Und ich meine, vielleicht findet sie Tino ja auch und dann erklärt sich alles auf. Und ich meine, ich habe Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Sonst würde er doch sowas nicht machen, sonst würde er sich doch bei mir melden. Gleich nach dem Gespräch mit Dagmar und Hanna macht sich Katharina Hellbach auf den Weg in das Fitnessstudio, für das Tino die Flyer verteilt hat. Die Anwältin staunt nicht schlecht, als sie den 40-Jährigen dort höchstpersönlich antrifft. Ich bin Rechtsanwältin und ich vertrete die Frau Hanna Bergmann. Jetzt braucht die Frau Hanna Bergmann einen Rechtsanwalt. Wofür? Sie kennen die Dame also? Ja, flüchtig. Gut, sie scheinen in letzter Zeit aber viel Energie darauf zu verschwenden, ihr aus dem Weg zu gehen. Das wundert mich so ein bisschen. Darf man Menschen nicht aus dem Weg gehen? Wir sind uns begegnet, ja. Aber ich fühle mich im Moment sehr bedrückt und eingeengt von ihr, weil die mich stalkt die ganze Zeit. Sagen Sie, Sie sind öfter hier, oder? Ja. Arbeiten Sie hier? Ich arbeite hier, ja. Als Fitnesstrainer? Und wenn? Na gut, ich wundere mich nur, dass zu Aufgaben eines Fitnesstrainers gehört, Flyer zu verteilen. Aber mal was anderes. Sagen Sie, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Ihre Verlobte so plötzlich zu verlassen? Welche Verlobte? Frau Hanna Bergmann. Frau Hanna Bergmann, verlobt? Ja. Hören Sie mal, das ist eine flüchtige Bekannte. Mehr habe ich mit der nicht zu tun. Eine flüchtige Bekannte? Ja. Eine flüchtige Bekannte leiht Ihnen 15.000 Euro und macht Ihnen diverse Geschenke von hohem Wert. Was für ein Geld? Und Sie finden es auch nicht merkwürdig, dass Sie ihr das nicht zurückzahlen? Ein Geschenk habe ich erhalten von Ihnen, Rasierapparat. Den kann ich auch gerne wiederhaben. Ein Geschenk, ein Rasierapparat, ja? Geht doch einen Arsch offen. Was kommt denn jetzt noch? Ich weiß gar nicht, warum Sie so aggressiv sind, aber ist ja auch ziemlich bezeichnend. Schauen Sie mal hier, vielleicht frischt das Ihre Erinnerung auf. Das ist eine Liste, die meine Mandantin zusammengestellt hat von allen Geschenken, deren Wert und vor allen Dingen den 15.000 Euro, die sie gebraucht hat. Interessiert mich nicht. Doch, schauen Sie die mal in Ruhe an. Ich würde da gerne noch mal mit Ihnen drüber reden, vielleicht, wenn die Erinnerung wieder da ist. Ich weiß ja jetzt, wo ich sie finde, ne? Tschüss, Herr Hagner. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Na, das lief doch super. Ich habe gedacht, ich kriege hier maximal ein paar Informationen, wo sich Herr Hagner aufhält. Stattdessen habe ich ihn persönlich angetroffen. Und die ganze Geschichte, die er mir dann hier erzählt hat, von wegen flüchtige Bekannte, ist natürlich absolut unglaubwürdig. Ich bin jetzt jedenfalls gespannt, wie er auf diese Auflistung reagiert. Auf dem Weg nach draußen wird Katharina Hellbach überraschend von einer Trainerin angesprochen. Die junge Frau verrät unwissentlich ein pikantes Detail über Tino, das die Anwältin geradezu schockiert. Was wollten Sie denn gerade von Tino? Wieso wollen Sie das denn wissen? Sie arbeiten auch hier? Ja, ich bin Silke Hagner, ich bin die Ehefrau von Tino. Worum ging es denn gerade? Was wollten Sie denn gerade von meinem Mann? Hellbach ist mein Name. Ich hatte nur ein paar Fragen an Ihren Mann. Ja, und worum ging es da? Also, ich... Kommst du mir bitte helfen, Silke? Naja, ja, also, Sekunde bitte. Ich bin gerade... Einen Moment, ich... Ja? Also, ich bin in der 17. Woche schwanger. Und ich hatte gehört, dass hier Ihr Center ganz viele Angebote, Kursangebote für Schwangere hat. Und ja, da wollte ich mich einfach mal informieren. Ach so, und was war das für ein Zettel, für einen Brief, den Sie ihm da gegeben haben gerade? Na gut, das ist jetzt schon irgendwie ziemlich persönlich. Also bei mir liegt eine Risikoschwangerschaft vor. Und mein Arzt hatte mir einfach aufgeschrieben, was ich machen darf und was nicht. Und das habe ich Ihrem Mann nur gezeigt. So, okay, ja gut, dann, ich dachte nur irgendwie, ja okay, nichts weiter. Darf ich jetzt gehen, ja? Ja, bitte, dann hoffe ich, dass wir Sie bald hier als Kundin begrüßen dürfen. Ja, vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber letztlich ist es überhaupt nicht im Interesse meiner Mandantin, wenn ich Herrn Hagner hier auffliegen lasse. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist er das nächste Mal kooperativer, da ich ihn hier heute gedeckt habe. Jetzt muss ich allerdings Frau Bergmann darüber informieren, dass ihr Verlobter bereits verheiratet ist.
Aufgrund ihrer Schwangerschaft fiel Katharina Hellbach zum Glück schnell eine stichhaltige Begründung ein, weshalb sie Tino im Fitnessstudio aufgesucht hat. Die Anwältin ist zufrieden über ihre schnellen Ermittlungserfolge, doch ihre Freude darüber ist getrübt. Denn sie fürchtet, ihrer sensiblen Mandantin das Herz zu brechen, wenn Hanna erfährt, dass Tino bereits verheiratet ist. Er arbeitet tatsächlich in diesem Fitnessstudio. Erklärt, naja, also er hat mir gegenüber behauptet, dass sie nur gute Bekannte seien. Das ist ja wieder typisch. Es kann ja nicht sein, wir waren 2 Jahre lang zusammen. Und es ist meine ganz große Liebe, das kann nicht sein. Nein. Frau Bergmann, ich glaube Ihnen, dass das ja Ihre große Liebe ist. Allerdings bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass er das mit dem Eheversprechen nie ernst gemeint hat. So ein Quatsch. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Frau Bergmann, ich weiß gar nicht, wie es Ihnen irgendwie schonend beibringen soll. Herr Hagner kann Sie gar nicht heiraten und konnte Sie auch nie heiraten, weil er nämlich schon verheiratet ist. Hanna zieht es den Boden unter den Füßen weg. Sie weigert sich, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Das glaube ich nicht. Doch die Information habe ich persönlich von seiner Ehefrau bekommen. Aber wie gesagt, wir waren 2 Jahre lang zusammen. Ich hätte doch gemerkt, wenn da eine andere ist. Also vielleicht gehen Sie mal in sich. Wo haben Sie sich denn getroffen während Ihrer Beziehung? In seiner Wohnung oder nicht vielmehr bei Ihnen? Er hatte nur so ein kleines Zimmer. Wir waren meistens bei mir oder waren essen oder aus. Okay, was heißt denn meistens? Haben Sie dieses kleine Zimmer denn jemals gesehen? Nee, eigentlich nie. Es darf nicht wahr sein. Ich habe keine Ahnung, wo er wohnt. Ich kenne seine Familie nicht. Und Freunde hat er mir auch nicht vorgestellt. Also hat er Ihnen ja schon was verheimlicht. Wissen Sie was? Ich habe gar keine Lust mehr drauf. Bitte gehen Sie. Bitte. Aber Frau Bergmann, nein. Sie müssen doch um Ihr Geld nein. kämpfen. Bitte sagen Sie mir nicht, was ich zu tun habe. Das ist mein Leben. Bitte. Frau Bergmann, ich will Ihnen nicht sagen, was Sie zu tun haben. Aber wenn Sie sich anders überlegen, rufen Sie mich an. Ich helfe Ihnen gern. Wiedersehen. Anna, sag mal, spinnst du jetzt völlig oder was? Das kannst du doch nicht machen. Das ist deine Chance, weißt das Geld was? Wieder zu kriegen. Lass mich in Ruhe. Ich weiß schon selber, was ich mache. Das ist mein Leben. Und misch dich nicht dauernd darin ein. Tino ist verheiratet. Ich meine, das kann nicht wahr sein. Er hat mir doch einen Heiratsantrag gemacht und hat mir gesagt, dass er mich liebt. Das ist alles nur die Schuld von meiner Anwältin. In ihrem Schmerz und ihrer Verzweiflung stößt Hanna alle von sich, die es gut mit ihr meinen. Katharina Hellbach fügt sich Hannas Willen und will die Ermittlungen beenden, obwohl sie überzeugt ist, dass Tino Hanna vorsätzlich betrogen hat. Dagmar hingegen kann Hannas Entscheidung nicht akzeptieren. Das tut mir so leid, dass meine Schwester eben so unhöflich zu Ihnen war. Ja, andererseits, es war natürlich echt ein Schock, was ich ihr da heute berichtet habe. Das kann ich aber laut sagen. Aber da hat man es doch von Anfang an gemerkt, es ging dem nie um Hanna. Ja, das ist jetzt jedenfalls offensichtlich, das stimmt. Der ist verheiratet. Können wir ihn deswegen nicht drankriegen? Der hat ihr doch was vorgegaukelt und wollte nur die Kohle haben. Nee, also ehrlich gesagt, so einfach ist es nicht. Denn wir müssen uns ja nach dem richten, was Ihre Schwester gerne möchte. Ja. Aber Hanna weiß doch selber gerade nicht mehr, was sie möchte. Die steht komplett neben ihren Schuhen. Ja, trotzdem, weder kann noch darf ich irgendjemandem meine Arbeit aufzwingen. Sie müssen uns aber helfen. Ich komm damit alleine nicht klar mit der Situation. Sie will überhaupt nicht ran. Sie vergöttert den Tino und kann ich den verklagen? Nein, können Sie eben nicht. Sie sind ja nicht die Geschädigte. Das ist Ihre Schwester und nur die kann ihn anzeigen und verklagen. Grundsätzlich kann natürlich auch Frau Öppen den Verlobten ihrer Schwester anzeigen. Allerdings würde dies wenig Sinn machen. Frau Bergmann wäre in diesem Verfahren dann nämlich die Zeugin und würde wahrscheinlich aussagen, dass Herr Hagen sie überhaupt nicht betrogen hat. Und das Verfahren würde eingestellt werden. Also ich brauche Sie wirklich, Frau Hellbach. Das alleine kann ich da mit ihr nicht reden. Frau Öppen, passen Sie auf, ich habe noch eine Idee, ja? Eine Spur, der ich nachgehen könnte. Das würde ich vielleicht noch tun, aber dann ist wirklich Schluss. Weil letztlich hat Ihre Schwester mir deutlich zu verstehen gegeben, dass für sie das Mandat beendet ist. Ja, aber das ist, ich hoffe, da kriegen Sie was raus, das uns weiterhilft. Na, hoffen wir mal, dass der Herr Hagner nicht so gut lügt, wie er so denkt. Mann, so ein Typ. Ich danke Ihnen. Ich versuch's, okay? Okay, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Normalerweise wäre die Sache jetzt natürlich hier für mich beendet, denn Frau Bergmann will nicht mehr von mir vertreten werden. Aber ihre Schwester scheint wirklich sehr besorgt zu sein. Und irgendwie will ich mittlerweile auch selbst wissen, was das hier alles miteinander zu tun hat. Und die Eröffnung des Fitnesscenters und das Untertauchen von Herrn Hagner stehen definitiv in einem Zusammenhang. Völlig benommen ist Hanna von der Arbeit nach Hause gegangen. Dort lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf.
Als es an der Tür läutet, ist es zu ihrer Überraschung nicht Dagmar, die ihr ins Gewissen reden will, sondern Tino. Hallo, Darling. Kann ich reinkommen? Hannah ist völlig überrumpelt. Und doch will sie wissen, ob es eine Erklärung für alles gibt. Ich meine, das stimmt doch nicht, oder? Du bist nicht verheiratet. Tut mir leid, ich hatte zu der Zeit meine Gründe. Aber ich musste gestehen, ich bin derzeit leider noch verheiratet. Das stimmt nee. Aber. Ja. Das hättest du mir doch sagen müssen. Ja, weiß ich, hätte ich dir sagen müssen. Aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Mir fehlt ja der richtige Zeitpunkt. Du erzählst ihr von mir. Ich werde, auf jeden Fall. Aber ich habe schon oft genug versucht, ihr das irgendwie versucht beizubringen. Aber jetzt vor kurzem hat sie sich noch angedroht, umzubringen, sich was anzutun. Also mir fällt das sehr schwer im Moment, da überhaupt irgendwie mit ihr in Kontakt zu kommen. Also, tut mir leid, wirklich. Ja, toll, aber mir das Herz brechen, das geht. Es war doch nicht absichtlich. Es tut mir leid. Gibst du mir noch eine Chance? Wirst du es ihr erzählen? Wirst du die? Ich verspreche es dir. Ich werde ihr es erzählen. Tausendprozentig. Tausendprozentig. Okay? Okay. Ich liebe dich doch. Ich dich auch. Ich wusste, dass Tino mich liebt. Und dass da irgendwas anderes dahinter stecken muss. Und jetzt sind wir endlich wieder zusammen. Aber Dagmar sage ich davon erstmal nichts. Die redet mir sonst wieder rein. Am nächsten Morgen erscheint Hannah vor Glück strahlend in der Wäscherei. Sie hat über Nacht einen folgenschweren Entschluss gefasst, den sie ihrer Schwester Dagmar unverblümt mitteilt. Ich werde aus der Wäscherei aussteigen. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Du ziehst dir hier deinen Kittel an und erzählst mir, du willst aus der Wäscherei aussteigen. Wieso das denn? Ja, ich gehe ja nicht gleich heute, aber ich muss gehen. Ich meine, ich habe diese ständigen Bevormundungen von dir so satt. Ich muss mich irgendwann mal abnabeln. Ist das jetzt, weil ich dir wegen Tino helfen wollte, oder wie? Apropos Tino, ich werde keine Anzeige erstatten. Und er hat mich nicht betrogen und es wird sich alles wieder einrenken. Das ist nicht dein Ernst. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Typ verarscht dich nach Strich und Faden und du lässt ihn einfach so davonkommen. Hast du dich wieder mit ihm getroffen? Das ist es. Bestimmt. Der hat dich wieder eingewickelt. Niemand hat mich eingewickelt. Das ist meine eigene Entscheidung. Komm schon. Der hat wieder seinen Hundeblick aufgesetzt. Lass mich raten. Und hat dir erzählt, es wird alles wieder gut. Und ihr werdet heiraten und glücklich bis an euer Lebensende. Also. Weißt du, nur weil du mit deinem Mann und deinen Kindern hier auf glückliche Familie macht, das muss ich doch nicht genauso langweilig werden wie ihr. Ich meine, bei mir geht wenigstens was. Du nennst das langweilig? Dein ganzes Vermögen ist weg. Ist das langweilig? Ja, bei uns passiert was, mir passiert sowas nicht. Ich habe echt die Schnauze voll davon. Also das mit Tino und mir geht dich überhaupt nichts mehr an. Ich habe keine Lust mehr, mich von dir bevormunden zu lassen und mir mein Leben vorschreiben zu lassen. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Du benimmst dich aber wie ein kleines Kind. Ach, weißt du, ich habe echt die Schnauze voll davon. Das geht so nicht weiter und ich muss hier raus. Das ist beschlossene Sache. Das kannst du nicht machen. Natürlich kann ich das machen. Also, du, ich glaube, er wird schlecht. Ich kann es gerade überhaupt nicht fassen. Der Typ schleimt sich wieder bei dir ein und Hannah springt wie eh und je. Aber das ist gerade nicht das, was mir wirklich Sorgen macht. Hallo, Morgenübelkeit? Gleich nach Geschäftsschluss fahren die ungleichen Schwestern zu Hannah nach Hause, um herauszufinden, ob Dagmars Vermutung stimmt. Sie hat einen Schwangerschaftstest für Hannah besorgt. Nervös warten die beiden auf das Ergebnis des Tests. Noch 30 Sekunden. Oh, stell dir mal vor, ich würde ein Kind von Tino kriegen. Nein, das rufe ich ja wohl nicht, um Gottes Willen. Hey, soll das? Scheiße. Du bist schwanger. Echt? Hannah kann ihr Glück nicht fassen. Nun steht einer gemeinsamen Zukunft mit Tino nichts mehr im Wege. Dagmar denkt da anders. Oh, als ob Tino nun wirklich der Vater für ein Kind wäre. Ach, ey, Hannah, das schaffst du doch in der momentanen Situation überhaupt nicht.
Was soll denn das heißen? Natürlich schaffe ich das. Ich meine, du als Supermama, weißt du was? Dann geh doch zu deinen Kindern. Das hat doch damit nichts zu tun. Mensch, Hannah, ich mache mir einfach Sorgen, weißt du? Du brauchst dir keine Sorgen machen, komm. Ich habe ja echt keine Lust drauf, dass du mir dauernd reinquatscht, weißt du? Ich kriege ein Kind von meinem Traummann. Ich bin total glücklich und du redest mir das alles schlecht. Ach, der Traummann, weißt du, das hat er ja wirklich bewiesen, dass das der Traummann ist. Ey, bitte, komm, lass mich allein, geh. Du kannst doch in der momentanen Situation noch nicht alleine sein. Natürlich, ich will allein sein und ich werde es auch alles alleine schaffen. Ich brauche dich dafür nicht. Toll, ich bin schwanger. Tino und ich kriegen ein Kind. Ich meine, wir wollten die ganze Zeit Kinder haben und jetzt ist es passiert, ganz ungeplant. Und das ist super, weil jetzt muss er seine Frau ja verlassen. Anders geht's ja gar nicht mehr. In den nächsten 3 Tagen schwelgt Hannah alleine in ihrem Glück. Sie kann Tino nicht erreichen, um ihm die frohe Kunde von seiner Vaterschaft zu überbringen. Zwischen ihr und Dagmar herrscht Funkstille. Die steht aber plötzlich mit Anwältin Katharina Hellbach vor der Tür. Frau Bergmann, ich habe im Auftrag Ihrer Schwester noch ein paar Ermittlungen angestellt und habe was über Herrn Hagner herausgefunden, was Sie wirklich interessieren dürfte. Super, war doch deine Idee, oder? Also, was Tino betrifft, das kläre ich direkt mit ihm. Und er ist der Vater von meinem Kind, da brauche ich doch keinen Anwalt für. Hör dir doch bitte erst mal an, was Frau Hellbach dir zu sagen hat. Das ist nämlich wirklich echt krass. Frau Bergmann, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Sie hören sich jetzt an, was ich herausgefunden habe und danach hören Sie nie wieder von mir, wenn Sie das so möchten. Und Ihre Schwester mischt sich auch nicht mehr ein. Dagmar? Na, ich halte mich zurück. Okay, dann kommen Sie kurz rein. Dagmar hätte jetzt sowieso keine Ruhe gegeben und dann höre ich mir lieber von der Anwältin an, was sie zu sagen hat. Ich meine, Dagmar glaube ich kein Wort mehr, was sie über Tino erzählt. Ich habe herausgefunden, dass der Herr Hagner in diesem Fitnessstudio nicht nur arbeitet, sondern tatsächlich dort der Inhaber ist, und zwar gemeinsam mit seiner Ehefrau. Das ist doch super. Ich meine, Tino wollte schon immer Geschäftsmann werden und ich meine, genau das wollte ich aber fördern, also. Du wolltest ihn fördern? Hallo? Du arbeitest in der Wäscherei und du willst diese Gurke fördern? Ist doch nicht dein Ernst. Ey, komm, Tino macht was aus sich. Es passt vielleicht nicht in dein Loserbild von ihm, aber ist doch toll. Gut, das ist ja auch nicht ganz alles. Ich war noch beim Handelsregister und habe dort mal Einblick genommen. Und tatsächlich ist es so, dass das Fitnessstudio eröffnet wurde, direkt nachdem Sie sich verlobt haben. Ja, und was heißt das? Ja, das heißt meines Erachtens, dass Herr Hagner nur gewartet hat, bis Sie nach der Verlobung sich sicher waren, dass er Sie auch ehelicht, ihm Ihr ganzes Erspartes gegeben haben, 15.000 Euro, die er dringend brauchte, um überhaupt diese Eröffnung zu bewerkstelligen. Der hat Sie gemolken wie eine Kuh und als er das Geld hatte, hat er Sie sitzen lassen. So ein Quatsch, das ist doch nur Zufall. Also, ich habe mit Tino gesprochen und der hat mir in der Zwischenzeit alles erklärt. Also, nee, bitte. Also wenn Sie nicht mehr Informationen haben, dann... Hanna, du hast ihn und seine Olle wirklich gefördert und hast den Sponsor für die gespielt, ja? Und dann hat er dich eiskalt abserviert. Das kannst du doch nicht einfach so auf dir sitzen lassen. Ey, der hat mich nicht abserviert und ich hab dir doch gerade gesagt, das hat sich alles geklärt. Wir haben miteinander gesprochen und jetzt bitte, also... Das bringt doch nichts. Hanna, das ist... Ja, es bringt offensichtlich wirklich nichts. Frau Bergmann, dann bleibt mir nur, Ihnen wirklich von Herzen alles Gute zu wünschen. Danke. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Ich bin fest davon überzeugt, dass Herr Hagner hier meine ehemalige Mandantin nach Strich und Faden ausgenutzt hat. Aber sie scheint ja blind vor Liebe. Meine Arbeit jedenfalls ist jetzt hier beendet. Ich kann nichts mehr für sie tun. Ist mir doch egal, was die sagen. Ich kenne Tino besser als sie und Tino liebt mich. Und jetzt, wo ich schwanger bin, wird er seine Frau ja sowieso verlassen. Und vielleicht steige ich ja dann ins Fitnessstudio mit ein.